Weiter, Christian, weiter. Yippie. Oh. Nochmal. Mhm. Und hops. So, hier geht's. Hui. Schau mal. Oh, hops. Dibbidibbidab. Hui. Und was geht, Kaninchen? Wart's ab. Eine Flasche? Wollen wir etwa eine Flaschenpost verschicken? Das ist ein Zaubertrank. Ich will so klein sein wie ein Mäuschen, damit wir die Mäusekinder in ihrem Häuschen besuchen können. So klein wollte ich schon immer mal sein. Dann los. Ja, los, zu den Mäusekindern. Da sind sie ja, die Mäusekinder. Ihr seid aber noch ganz verschlafen. Wollen wir sie wach und munter singen? Ja, mit dem guten Morgenlied. Mhm. Mein kleines, müdes Mäuschen, komm raus aus deinem Häuschen. Streck die Pfötchen weg von dir, weg von dir, weg von dir. Und gähne ganz laut, wow. Wir wackeln mit den Zehen, Spitzen, Zehen, Spitzen, Zehen, Spitzen. Wir wackeln mit dem Po im Sitzen, Po im Sitzen, Po im Sitzen und gähnen ganz laut. Wow. Hallo, guter Morgen. Hallo, neuer Tag. Hallo, guter Morgen. Du hast alles, was ich mag. Es hat geklappt. Hallo und guten Morgen. Ich schaue mich mal ein bisschen um, ja? Ich hüpfe noch eine Runde. Gut. Hui. Yippie. Was ist denn das? Eine Bürste im Topf? Hey. So wird das nichts. Ihr habt die Bürsten verwechselt. Die kleine Bürste ist für die Zähne. Ja, genau. Aber die große Bürste ist für die Haare. Bloß ohne Zahnpasta. Oh, Christian, der Zauber ist gleich vorbei. Wir wachsen wieder. Schnell zurück. Tschüss, Mäuse. Tschüss. Das war toll. Mal ganz klein zu sein. Ja, aber es ist auch gut, wieder groß zu sein. Viel Spaß. Dibbidibbidab. Kaninchen? Hey, Jule, ich will schnipseln. Machst du mit? Na klar.
Schau mal, dieser Schnipsel hier. Hm? Oh. Was kann daraus werden? Mhm. Aus diesem Schnipsel? Mhm. Er ist rund und rosa. Hm. Ah, ich habe eine Idee. Hm? Punkt, Punkt, zwei Augen. Ah, und dazu noch ein lachender Mund. So, ein lustiges Gesicht. Ein Schweinegesicht. Ja, dann kommt jetzt noch ein Ringelschwänzchen dazu. Oink, oink. Ah. Hä? Und bin jetzt? Die Ohren. So. Wow, super. Und jetzt noch die Beine. So. Und Nummer zwei. Eins, zwei, drei Haare. Eins, zwei, Augenbrauen. Oh, aus dem Schnipsel ist ein Schwein geworden. Das Schwein rennt los und trifft auf ein anderes Schwein. Das hat ziemlich schlechte Laune. Oh, das Schwein will es aufheitern. Es fragt, ob es Fußball spielen will. Aber das andere Schwein findet Fußball doof. Dann fragt es, ob sie Fangen spielen wollen. Aber das andere Schwein findet Fangen voll doof. Wie wär's mit Verstecken? Such mich. Auch doof. Du findest alles doof. Das find ich doof. Nicht alles. Komm mal mit. Trampolinspringen ist schweinegut. Mhm. Boing, 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 boing. Boing, boing, boing. Dibbe, dibbe, dab. Schmetterling. Hatschi. Ach, du warst das. Nochmal. Los geht's. Und nochmal. Dibbe, dibbe, dab. Und da sagte Hexe Schnappelschnut: Schnippel, Schnappel. Philippa wäscht sich die Haare und da pupst sie mal. Hey. Hä? Hallo, Kikaninchen. Was machst du denn da? Hallo, Christian. Ich schaue mir ein Buch an, aber die Geschichte ist schon zu Ende. Hm. Und jetzt? Du musst mir eine Geschichte erzählen. Hä? Machst du das? Klar mache ich das. Geschichte, Geschichte, Geschichte! Welche Geschichte möchtest du denn hören? Eine Geschichte, die ganz lange dauert. 1000 Minuten. So eine lange Geschichte kenne ich ja gar nicht. Aber ich kenne eine Geschichte, die dauert ungefähr 3 Minuten. Nur 3 Minuten? Na, das sind doch immerhin 180 Sekunden. 180 Sekunden? Na gut, dann los. In einem Mauseloch wohnen 2 kleine Mäusekinder. Sie sind Zwillinge und heißen Tick und Tack. Tick und Tack. Tick und Tack spielen in ihrem Kinderzimmer. Sie spielen Piraten. Klar. Sie spielen Piraten. Auch der Mäusepapa soll mitspielen. Doch der Mäusepapa muss die Zeitung von vorne bis hinten lesen und das Mäusebaby wickeln und Kaffee kochen. Er sagt immer, ich habe keine Zeit. Och, Menno. Tick überlegt, wenn Papa keine Zeit hat, dann
müssen wir ihm eben Zeit bringen. Aber wo gibt es Zeit? Vielleicht im Kaufhaus? Tick und Tack wissen es auch nicht. Sie fragen die Mäusemama. Und die sagt, Zeit kann man nicht kaufen. Was ist eigentlich Zeit? Kann man Zeit riechen? Nein, die Zeit sagt uns, wie lange Dinge dauern. Ein Jahr, ein Tag, eine Stunde, eine Minute oder eine Sekunde. Wie lange dauert eine Sekunde? Will Tick wissen. So lange, wie es dauert, Tick-Tack zu sagen, erklärt die Mama. Tick. Tack. Eine Sekunde. Und plötzlich hat Tick großen Hunger. Ich will in einer Sekunde essen, ruft er. Doch es soll noch eine Stunde dauern, bis der Käseauflauf fertig ist und es Mittagessen gibt. Sie warten und warten und zählen weiter die Sekunden. Tick, tack, tick, tack. Die Zeit ist wie ein klebriger Käse und will einfach nicht vergehen. Aber dann hat der Mäusepapa endlich Zeit, mit ihnen zu spielen. Ja. Zusammen bauen sie... ein Piratenschiff aus einer Kiste. Ja, ein Piratenschiff. Aber plötzlich ruft die Mäusemama, das Essen ist fertig. Schon? Staunt Tick. Weißt du was? Erklärt Tack seinem Papa. Wenn man Spaß hat, dann düst die Zeit so schnell wie... wie ein Piratenschiff. Ja. Tschüss, ihr Mäuse. Hui. Mach's gut. Dippe-dippe-dapp. Guck mal da. Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell Dippe-Dippe-Dapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey. Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Dippe-Dippe-Dapp und hopp. Dippe-Dippe-Dapp. Dippe-Dippe-Dapp und hopp. Dippe-Dippe-Dapp. Danja, adios und tschö. Sayonara, yassu, ciao. Bye, bye und adieu. Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Und komm! Dippe-dippe-dapp! Weiter, Christian! Weiter! Yippie! Oh. Nochmal! Und hopps! So! Hier geht's! Hui! Schau mal! Oh! Hopps! Dippe-dippe-dapp. Hui. Und jetzt, Kikaninchen? Wart's ab. Kikaninchen, wollen wir Fahrrad fahren? Das ist kein Fahrradhelm. Das ist ein Suppentopf. Stimmt. Ich will eine Leckerschmecker-Suppe kochen. Mit ganz viel Gemüse. Dann auf in den Garten. Zum Gemüse. So ein schöner Garten. Christian, guck mal, was ich kann.
Toll, du bist aber mutig. Und hopp. Lass uns eine Suppe kochen mit Zwiebeln, Möhren, Lauch. Mit Erbsen, Bohnen, Sellerie, Kohlrabi mag ich auch. Riecht das gut? Riecht das fein? Was meinst du? Was meinst du? Was kann noch dazu? Was meinst du? Was meinst du? Was kann noch dazu? Wasser in den Topf hinein, der Topf muss auf den Herd. Dann muss Salz und Pfeffer rein, auf kleiner Flamme kochen fein. Riecht das gut? Riecht das fein? Was meinst du? Was meinst du? Was kann noch dazu? Was meinst du? Was meinst du? Kann da noch ein Schuh dazu? Nein! Ich hab Hunger! Ich auch! Unsere Suppe muss aber noch ein bisschen kochen. Kennst du einen lustigen Spruch? Einen Spruch? Na, sowas wie Pie, Pie, Pie. Wir haben uns alle lieb. Guten Appetit. Ja, ich kenne einen. Wir essen wie die Spatzen, bis die Bäuche platzen. Oder wir futtern wie die Geier. Und legen große Eier. Guten Appetit. Juhu, unsere Leckerschmeckersuppe ist fertig. Holst du uns die Löffel? Mach ich. Piep, 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 piep. Guten Appetit. Dibbe, dibbe, dab. Welche Praline möchtest du? Die da mit den Blättern. Hallo! Dibbe, dibbe, dab. Hola, komm mit! Wollen wir einen Kuchen backen, Pola? Ja! Prima! Los geht's! Backe, backe Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Wer will einen Kuchen backen, der muss haben sieben Sachen. Eier und Schmalz, Zucker und Salz, Milch und Mehl, Safran macht den Kuchen gel. Das ist aber doch rot. Beim Kuchenbacken wird das gelb. Ah! Schief, schief im Ofen rein. Toll, Pola! Dippe, dippe, dapp! Dippe, dippe, dapp! Du bist dran, Jule. Okay. Fang mich! Hier bin ich. Ach, da drüben. Du kriegst mich nicht. Hä? Kikaninchen? Und hopp. Wo bist du? Hey, Jule. Kikaninchen? Und jetzt? Erzählst du mir eine Geschichte, Jule? Klar. Welche Geschichte möchtest du denn hören? Die Geschichte von einem Bären. Dann erzähle ich dir die Geschichte von Bruno, dem Bären, und seinen Freunden. Oh, erzähl! Also, Bruno wohnt mit seiner Mama und seinem Papa in einer schönen Bärenwohnung. Oh. Jeden Abend bauen sie sich aus Decken eine kuschelige Höhle. Dann lesen sie gemeinsam Gute-Nacht-Geschichten. Oh, schön. Machen sie das immer? Na ja, fast immer. Manchmal übernachtet Bruno auch bei seinen Freunden. Das findet er immer ganz aufregend, weil es da ganz anders ist als bei Bruno zu Hause. Wie zum Beispiel heute. Wen besucht Bruno denn? Heute besucht Bruno seinen Freund Karl den Affen. Karl hat vier Geschwister. Und außer seiner Mama und seinem Papa wohnt auch noch seine Oma bei ihm. Und seine Cousinen und Cousins kommen ihn ganz oft besuchen. Karl und seine Geschwister spielen am liebsten Hangelfang. Das können sie am besten.
Aber Bruno kann das leider nicht so gut. Vielleicht kann Karl ja etwas anderes spielen, wenn Bruno da ist. Gute Idee. Was denn zum Beispiel? Verstecken. Super. Verstecken ist gut. Also spielen alle zusammen Verstecken. Und Bruno versteckt sich so gut, dass niemand aus der großen Familie ihn finden kann. Aber Karl gibt nicht auf. Nach einer Weile findet er Bruno in einem großen gelben Bananenhaufen. Ja, ein tolles Versteck. Bei Karl und seiner Familie ist es immer lustig. Wenn sie schlafen gehen, ist es oft etwas eng. Aber das stört Bruno nicht. Er findet es spannend, mal bei einer so großen Familie zu sein. Und wenn endlich alle im Bett liegen, holt Karls Papa seine Mundharmonika raus und spielt die schönste Einschlafmusik. Wie schön! Und als Bruno wieder zu Hause ist, erzählt er seinen Eltern, was er alles Neues erlebt hat. Und da haben seine Eltern auch eine Neuigkeit für ihn. Oh. Bruno bekommt ein Geschwisterchen. Dann ist Bruno ja ein großer Bruder. Bruno kann es kaum abwarten, dass alle seine Freunde vorbeikommen und sein neues Geschwisterchen begrüßen. Aber das dauert noch eine Weile. Ja. Bis dann. Dibbel, dibbel, dab. Ui, was ist das? Hallo, Bienchen. Oh. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Ei, wir tun dir nichts zu leide, flieg nur aus in Wald und Heide. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Such in Blüten, such in Blümchen, dir ein Kröpfchen, dir ein Krümchen. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Magst du von meiner Limo trinken? Vorsicht! Oh nein! So geht's. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Kehre heim mit reicher Habe, bau uns manche volle Wabe. Summ, 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 Bienchen, summ herum. Honig, wie lecker. Danke, Bienchen. Dibbe, dibbe, dab. Kaninchen? Hey Christian, ich will schnipseln. Machst du mit? Klar. Schau mal, dieser Schnipsel hier. Was kann daraus werden? Aus diesem Schnipsel? Er ist lila. Und sieht irgendwie aus wie ein Mond? Ich habe eine Idee. Hä? Das könnte eine Pflaume sein. Mit einem Stiel obendran. So. Dann hat aber irgendjemand die Hälfte weggefuttert. Und ich weiß auch wer. Nicht du. Ein kleiner Vogel. Ah, schön. Und zum Hüpfen braucht er noch zwei Beine. Fertig. Fertig? Aber der braucht doch noch Flügel. Stimmt. Und eine Schwanzfeder. So. Ich glaube, ich habe eine. Und du? Ja. Mit dem Schnipsel kann der Vogel bestimmt super herumflattern. Ja. So, hier, damit kannst du fliegen. Und damit steuern. Piep, piep, flieg los, kleiner Vogel. Der Vogel hat Hunger. Ja, er findet was und futtert es auf. Dann findet er noch was und futtert es auch auf. Lecker. Das waren Kaugummis. Er macht eine Blase.
Und dann bläst der Vogel noch eine Blase. Er soll ganz viele Kaugummis fressen. Ja. Und noch einen. Und noch einen. Und noch zwei. Und jetzt eine Riesenblase machen. Noch größer. Und noch größer. Und noch größer. Peng. Au. Dippe-dippe-dapp. Guck mal da. Ne? Kika, Kikaninchen, Kika, Kikaninchen. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell Dippe-dippe-dapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey. Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Dippe, dippe, dapp und tapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp und tapp. Dippe, dippe, dapp. Gülle, Gülle, das wie dann ja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu. Kika, Kikaninchen, Kika, Kikaninchen. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Und komm. Dippe, dippe, dapp. Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Kika, Kikaninchen. Kika, und los. Kikaninchen. Ich bin da und spiele hier. Komm doch mit und spiel mit mir. Wir spielen jeden Tag alles, was ich mag. Prinzessin und Pirat, Raumfahrer und Pilot. Tatütata, die Feuerwehr, ich fahr im Segelboot. Dippe, dippe, dapp und hopp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp und hopp. Dippe, dippe, dapp. Über Wolken flieg ich, unter Wasser tauch ich. Blieb, blub, platsch, ich mach dir gerne Quatsch. Ja! Kika, Kikaninchen. Und los! Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Und hopp! Der Frühling bringt die ersten Blümchen.
den Sommer, lass uns fangen. Der Herbst, der malt die Blätter an. Der Winter kühlt die Wangen. Der Frühling bringt die ersten Blümchen, den Sommer lass uns fangen. Der Herbst, der malt die Blätter an, der Winter kühlt die Wangen. Hey, Kika, Diebel, Diebel, Dab. Diebel, Diebel, Dab. 6. Fertig. Jetzt du, Kikaninchen. 1, 2, 3 und hopp. Fertig. Fertig? Wow, cool. Guck mal da. Oh. Hopp. Diebel, Diebel, Dab. Auf zur Kramkiste. Hui, komm! Bin schon da. Kikaninchen, was suchst du denn? Siehst du gleich. Ah! Eine Banane? Hast du Hunger? Nein, Jule, das ist doch ein Telefon. Ah, das ist... Hallo? Jule? Kikaninchen? Christian? Ja, ich bin es. Ihr müsst ganz schnell zu mir in den Dschungel kommen. Die Affen flippen total aus. Der ganze Dschungel spielt verrückt. Hast du das gehört? Ja, los, wir müssen zu Christian. Jule, Kikaninchen, da seid ihr endlich. Irgendjemand hat den Affen ihre Kokosnuss geklaut. Was? Warum? Wer denn? Ich weiß auch nicht, wer der Dieb ist. Aber wir müssen ihn und die Kokosnuss finden. Mhm. Zeig dich, Kokosnussdieb. Und gib die Kokosnuss zurück. Die Affen rasen durch den Wald. Der eine macht den anderen kalt. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affenmama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenonkel, welch ein Graus, reißt ganze Urwaldbäume aus. Die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Da, der Affe will uns was zeigen. Hinterher. Ja. Was ist denn hier passiert? Das ist ja alles voller Blätter. Hopps. Und hier hing die allerletzte Kokosnuss? Affen, habt ihr den Dieb gesehen? In welche Richtung ist er denn abgehauen? Was? Wohin? In welche Richtung denn jetzt? Da lang. Nein, da lang. Aber der Dieb muss doch Spuren hinterlassen haben. Hopp. Vielleicht hier auf dem Boden. Also ich sehe nichts. Ist ja alles voller Blätter. Vielleicht ja unter den Blättern. Ja, aber das sind so viele Blätter. So. Wir bräuchten jetzt sowas wie ein Riesenstaubsauger. Ja, das ist die Idee, Jule. Hä? Hast du einen Riesenstaubsauger dabei? Nein, aber ich kenne jemanden, der richtig gut wegpusten kann. Elefant! So. Hallo, Elefant. Einmal Boden freipusten, bitte. Mit Mega-Elefantenkraft. In Deckung. Oh, oh. Christian? Ja, wo ist der? Das war wirklich mit Mega-Elefantenkraft. Guck mal hier. Ah.
Das ist die Spur vom Kokosnussdieb. Ja, folgen wir ihr. Danke, Elefant. Hier geht's weiter. Hier sind auf einmal mehrere Spuren. Seltsam. Hier lang. Oder hier lang. Nein, hier lang. Da, die Kokosnuss. Die Schildkröte ist der Dieb. Oh. Ja, rück die Kokosnuss raus, Schildkröte. Hopp, gib sie her. Na los. Das ist ja gar nicht die Kokosnuss. Oh. Entschuldigung. Die Schildkröte war es dann wohl doch nicht. Dann war es vielleicht ein Papagei. Wer macht denn solche Spuren? Der Papagei? Nein, der fliegt doch. Aber vielleicht war die Kokosnuss zu schwer für den Papagei. Und darum hat er sie geschoben. Ja, und wo ist die Kokosnuss dann? Guck mal. Der sitzt bestimmt auf der Kokosnuss. Oh, steh mal auf, Papagei. Nein, der sitzt auf einem Ei. Der Papagei ist unschuldig. Schlange? Dann hast du die Kokosnuss. Oh. Wir brauchen Beweise. Ja, aber wo kriegen wir die jetzt hin? Oh, da. Jule, Christian. Schlange, du hast die Kokosnuss geklaut. Mhm. Los, Schlange, rück sie wieder raus. Kitze, kitze, kitze. Kitze, kitze, kitze. Kille, kille, kille. Oh. Oh. Ich hab sie. Hurra, die Kokosnuss. Wir haben die Kokosnuss. Das gibt eine Affenparty. Und die Moral von der Geschichte: Klaut keine Kokosnüsse nicht, weil sonst die ganze Bande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Bis bald! Macht's gut! Klaut keine Kokosnüsse! Dippe, dippe da! Dippe, dippe, dapp und dippe, dippe, dumm. Dippe, dippe, dapp und hopp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp und hopp. Summ, summ, Bienchen, summ herum. Quack, quack, Entchen, quack. Ich mach alles, was ich mag. Juhu! Dibbe dibbe dab und dibbe dibbe dumm. Summ summ Bienchen summ herum. Quack quack Entchen quack. Ich mach alles was ich mag. Hey Kika, Kika Bienchen, Kika, Kika Bienchen. Dibbe dibbe dab, dibbe dibbe dab. Ha 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 ha!
Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell Dippidippidab. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey. Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Dippidippidab und tap. Dippidippidab. Dippidippidab und tap. Dippidippidab. Gülle, Gülle, das wie dann ja. Adios und tschö. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu. Kika, Kikaninchen. Kika, Kikaninchen. Dippidippidab. 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 Und komm. Dibbidibbidab! Dibbidibbidab! Fertig! Jetzt du, Kikaninchen! Eins, zwei, drei und hopp! Fertig! Fertig? Wow, cool! Guck mal da! Oh. Hopp! Dibbidibbidab! Auf zur Kramkiste! Hui! Komm! Bin schon da. Kikaninchen? Was suchst du denn? Siehst du gleich. Ah! Hm? Hey. Ein Besen? Kikaninchen, was willst du denn mit einem Besen? Jule, damit kann man fliegen. Hm? Oh ja, wir fliegen. Wow. Ihr fliegt da schneller! Da schneller! Oh. Puh. Alles in Ordnung mit dir? Ja. Und bei dir? Aber unsere Flugkiste hat's zerlegt. Oh nein, Schlumperfix. Guck mal, wie weit das ist. Wie kommen wir jetzt wieder von dieser Insel weg? Also wir müssen irgendwie darüber. Ja, aber wie? Mal sehen. Schau mal, Jule, könnten wir damit nicht was bauen? Vielleicht eine Brücke. Nein. Ich habe eine Idee. Eine Wippe? Nein, das ist ein Katapult. Ach so. So. Und wer katapultiert uns jetzt rüber? Schau mal, über uns. Wenn die Kiste runterfällt, landet sie auf dem Löffel und schießt uns nach oben. Ah. Und wie fällt das Teil jetzt runter? Warte mal. Hm? Ich werf die Dose. Achtung. Hier bin ich. Na dann, schnell zurück. Hui. Das war's wohl mit unserer Flugkiste. Schon irgendwie schade. Dann müssen wir beim nächsten Mal eben mit was anderem fliegen. Das machen wir. Oh ja. Viel Spaß. Dippidippidab. Thank you.
Nanu? Hm? Hallo, Frosch. Quackst du so laut? Ach, ihr seid das. Hallo, Enten. Schnell zum Wasser. Oh. Traust du dich nicht? Spring! Oh nein! Oh. Toll, du hast es geschafft. Du kannst schwimmen. Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Schwimmen auf dem See. Köpfchen in das Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Dippe, dippe, dapp. Hey, hallo, da bist du ja. Ich bin's, Christian. Hallo, Kikaninchen. Hallo, Christian. Du hast ein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte, hm? Ja, klar. Hey, hopp. Oh. Also, welche Geschichte möchtest du hören? Eine Geschichte mit einem Krokodil. Mhm. Und einem Affen. Mhm. Und einem Elefanten. Und einer Giraffe. Geht das? Klar geht das. Wir denken uns einfach eine Geschichte aus. Also, in Afrika lebt ein kleines Krokodil. Das spielt am liebsten Verstecken mit seinen drei Freunden. Die drei Freunde sind... Der Affe. Mhm. Ein Elefant. Mhm. Und die Giraffe. Richtig. Die Freunde spielen also Verstecken. Kann ich auch mitspielen? Na klar. Und du darfst auch mitspielen, wenn du willst. Der Affe muss suchen und wir suchen mit. Zuerst schließt der Affe die Augen und die anderen Tiere verstecken sich. Der Affe ruft. Ich komme. Zuerst kommt der Affe zu einem Baum. Wer versteckt sich denn da? Ist das vielleicht das Krokodil? Nein, der Elefant, der Elefant. Der Affe hat den Elefanten gefunden. Und weiter geht die Suche. Wer versteckt sich denn da im Busch? Denkt der Affe. Ist das vielleicht der Löwe? Nein, nein, das ist doch die Giraffe. Stimmt. Wer fehlt noch? Das Krokodil. Der Affe sucht und sucht und sucht. Aber er kann das Krokodil nicht finden. Die anderen Tiere müssen einfach mithelfen. Genau. Die anderen Tiere helfen mit und suchen überall. Aber das kleine Krokodil bleibt verschwunden. Langsam wird es dunkel und die Giraffe, der Elefant und der Affe machen sich Sorgen, ob sie das kleine Krokodil überhaupt noch finden. Wir müssen das Krokodil aus seinem Versteck herauslocken, sagt der Elefant. Aber wie? Sagt der Affe. Hast du vielleicht eine Idee? Wie können die drei das Krokodil herauslocken? Mit einem Schinkenbrot. Das Krokodil isst gerne Schinkenbrot. Du meinst, das Krokodil kann man mit einem Schinkenbrot aus dem Versteck locken? Ja. Die Tiere legen ein dickes Schinkenbrot vor einen großen Felsen. Und tatsächlich, das Krokodil kommt hervor und schnapp, schnapp, schnappt sich das Schinkenbrot. Gefunden! Das war die Geschichte vom kleinen Krokodil, das sich gerne versteckt und gerne Schinkenbrot isst. Nanu, wo ist denn Kikaninchen? Hat es sich etwa versteckt und möchte jetzt auch ein Schinkenbrot? Tschüss. Macht's gut. Dippe, dippe, dapp. Die Enten. Oh.
Hallo, Frosch. Oh, der Frosch sieht aber traurig aus. Vielleicht ist er ja ein verzauberter Prinz. Huch. Echt? Komm, wir geben ihm einen Kuss. Aber der ist doch so schleimig. Komm, wir trauen uns das. Na gut. Hey, es klappt. Hey, das ist ja gar kein Prinz. Es ist eine Prinzessin. Toll. Dippe, dippe, da. Hallo, Kikaninchen. Hey Jule, ich will schnipseln. Machst du mit? Na klar. Schau mal, dieser Schnipsel hier. Oh. Was könnte daraus werden? Aus diesem Schnipsel? Aha. Er ist kugelrund und gelb. Ja, wie die Sonne. Warte mal. Hopp. Da fehlt noch was. Was denn? Die Strahlen. Ach so. So, fertig. Schön. Ja, aber ich habe noch eine andere Idee. Was kommt denn jetzt? Schau mal. So und so. Ah, verstehe. Dann brauchen wir noch mehr. Ja. Noch zwei Flecken? Oh ja. Hier und hierhin. Und noch einer. Da. Perfekt. Jetzt ist es ein Fußball. Kugel rund und gelb. Und mit 5 schwarzen Flecken. Anpfiff! Boing! Boing! Der Ball hüpft zu einer Katze. Der gefallen seine schwarzen Flecken. Sie schmiegt sich an den Ball und klaut ihm seine Flecken weg. Miau! Wie schön ich bin! Da kommt eine Henne. Die denkt, der Ball wäre ein Ei. Sie will es brüten. Aber es schlüpft nichts. Da hat sie keine Lust mehr. Jetzt kommt eine Schnecke. Eine nackige. Die nimmt sich den Ball als Haus mit. Jetzt ist sie nicht mehr nackig. Dibbe, dibbe, dab. Kika, Kikaninchen, Kika, Kikaninchen. Das ging aber schnell vorbei, muss ich jetzt schon gehen. Dann sag ich schnell Dibbidibbidab, Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder, wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch und machen ganz viel Quatsch. Hey. Kika, Kikaninchen, Kika, Kikaninchen. Dibbidibbidab und hopp, Dibbidibbidab. Dibbidibbidab und hopp, Dibbidibbidab. Gülle, Gülle, das wie dann ja, adios und tschüss. Sayonara, Yasu, ciao, bye bye und adieu. Kika, Kikaninchen, Kika, Kikaninchen. Dibbidibbidab, 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 Dibbidibbidab und komm. Oh.
Dibbel-dibbel-dab. Ich? Wow, cool. Guck mal da. Dibbel-dibbel-dab. Auf zur Kramkiste. Hui, komm. Bin schon da. Die Kaninchen? Was suchst du denn? Siehst du gleich. Ah! Eine Kerze. Hm. Wo stellen wir die bloß hin? Die stellen wir auf die Geburtstagstorte. Wir sind doch heute zum Elefantengeburtstag eingeladen. Stimmt, das hätte ich ja beinahe verschwitzt. Dabei ist der Elefantengeburtstag doch immer die beste Party. Komm, wir verbinden uns die Augen. Und wir spielen blinde Kuh. Wow! Und die Musik, die drehen wir lauter. Und wir tanzen wild dazu. Da ist eine Party. Party, Party. Wir feiern eine Party. Komm, wir feiern eine Party. Da ist eine Party. Party, Party, Party. Eine Party. Wir feiern eine Party. Elefant. Hast du vielleicht Lust auf Topfschlagen? Oder auf Verstecken? Na dann mal los. Komm, Affe, wir fangen an mit Suchen. Wir zählen bis drei. Eins. Zwei. Zweieinhalb. Drei. Wir kommen. Elefant, du bist hinterm Baum. Wir können dich sehen. So, und jetzt wollen wir mal ganz genau schauen, wo Kikaninchen sich versteckt. Hm? Hm. Siehst du was? Da, der Busch. Der Busch hat sich bewegt. Der hat sich doch bewegt, oder? Kikaninchen, du bist hinterm Busch. Komm raus. Komm, wir spielen noch mal. Ja, aber jetzt dürfen wir uns verstecken. Mach's gut. Dibbel-dibbel-dab. Was ist das? Oh, eine Schatzkiste. Was ist da drin? Eine Flöte. Juhu! Deine Musik klingt ja schön. Komm, wir spielen zusammen. Dibbel-dibbel-da. Machst du mit? Klar.
Schau mal, diese Schnipsel hier. Was können wir denn aus diesem Schnipsel machen? Er ist blau und sieht aus wie eine Wolke. Eine flauschige Wattewolke. Wolke am Stiel? Nein, jetzt ist es doch Zuckerwatte. Oh, lecker. Oder? Warte mal. Hä? Ein Wollknäuel auf zwei Beinen? Ah, super. Der könnte passen. Ah, ein Schaf. Ui. So. Links ein Auge, rechts ein Auge. Gut. Und zum Fressen braucht es noch einen Mund. Mäh. Mäh. Oh, aus dem Schnipsel ist ein Schaf geworden. Das Schaf will mit seinen Freunden spielen. Hopp. Aber die Freunde sind nicht da. Vielleicht haben sie sich versteckt. Das Schaf sucht herum. Aber keiner ist da. Das Schaf macht laut Mäh. Noch lauter. Aber es kommt keine Antwort. Dann macht es noch einmal Mäh, so laut es kann. Und da plötzlich sind ganz viele Mähs zu hören. Ja, die Schäfchenwolken am Himmel sind aufgewacht. Da sind also alle anderen Schafe. Sie schweben nach unten zum Schaf. Ja, jetzt können sie spielen. Au! Dippe-dippe-dapp. Wollen wir um die Wette reiten? Natürlich. Prima. 3, 2, 1 und hopp, hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Über Stock und über Steine, aber brich dir nicht die Beine. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Hopp, hopp, hopp. Pferdchen, lauf, galopp. Über Stock und über Steine, aber Vorsicht! Das war knapp. Los, Mohan, Endspurt. Hopp, hopp, hopp. Erster. Zweiter. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Hey, hallo, da bist du ja. Ich bin's, Christian. Hallo, Kikaninchen. Hallo, Christian. Dippe, dippe, dapp. Du hast ein Geschichtenkissen dabei. Dann hast du bestimmt Lust auf eine Geschichte. Na klar. Und was für eine Geschichte möchtest du hören? Eine schöne Geschichte. Gut, Kikaninchen, dann erzähle ich dir eine Elefantengeschichte. Denn eine Geschichte, in der ein Elefant vorkommt, ist immer eine schöne Geschichte. Au ja! Also, der Elefant besucht den Regenwurm. Sind das Freunde? Klar, Kikaninchen, sind das Freunde, aber der Regenwurm ist nicht da. Keine Spur vom Regenwurm. Er ist irgendwo da unten, in der Erde. Bloß wo? Der Elefant hält sein Ohr an den Boden. Hörst du was?
Aber nichts. Kein Ton. Ich muss Bescheid sagen, dass ich da bin, sagt der Elefant. Er trampelt so lange auf der Erde herum, dass alles wackelt. Als der Regenwurm seinen Kopf aus der Erde steckt, sieht er den Elefanten. Ich muss dir was ganz Wichtiges sagen. Doch als der Elefant was sagen will, macht es nur Hix. Hix? Hix. Sonst nix. Oh. Das ist aber dumm, sagt der Regenwurm. Da willst du mir was ganz Wichtiges sagen? Und das geht da nicht, weil du einen Schluck aufbekommst? Hix, sagt der Elefant und guckt ganz traurig. Ich weiß was, sagt der Regenwurm. Du musst einen Handstand machen. Dann ist der Schluck auf in 0, nix weg. Oh. Da macht der Elefant einen Handstand. Und dann? Hix. Ich weiß noch was viel, 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 viel Besseres gegen Schluck auf. Tut das weh? Fragt der Elefant. Nein, gar nicht, sagt der Regenwurm. Schau mal. Und da macht der Regenwurm komische Gesichter. Oder. Oder. Und der Elefant muss lachen und lachen und lachen und ist geheilt. Juhu! Na endlich, sagt der Elefant. Ich muss dir nämlich was ganz, ganz Wichtiges sagen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, lieber Regenwurm. Hurra! Sagt der Regenwurm und freut sich, dass er Geburtstag hat. Denn den hatte er beinahe vergessen. Und dann feiern der Elefant und der Regenwurm bis zum nächsten Tag. Tschüss, macht's gut. Dippe, dippe, dapp. Guck mal da. Kika, Kika, Mienchen. Kika, Kika, Mienchen. Das ging aber schnell vorbei. Muss ich jetzt schon gehen? Dann sag ich schnell dippe, dippe, dapp. Ade, auf Wiedersehen. Hey, wir sehen uns wieder. Wir tanzen, spielen, singen Lieder. Piep, Klo, Platsch. Und machen ganz viel Quatsch. Hey. Kika, Kika, Mienchen. Kika, Kika, Mienchen. Dippe, dippe, dapp und tapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp und tapp. Dippe, dippe, dapp. Gülle, Gülle, Dasi, Danja, Adios und Tschö. Sayonara, Yasu, Ciao, Bye, Bye und Adieu. Kika, Kika, Mienchen. Kika, Kika, Mienchen. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Dippe, dippe, dapp. Und dibbidi-dibbidi-dap. Dibbidi-dibbidi-dap.